das war jetzt das Herausforderungsgrab und ich dachte, jetzt guck mal richtig. Also die enttäuschen mich ehrlich gesagt ein bisschen. Nee, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber wenn ich so an andere Lara Croft-Teile denke, da irgendwie. Das war's jetzt? Herausforderungsgrab und ich kriege dann so einen scheiß Fähigkeitspunkt. Hallo Käfer. Ich bin gerade etwas traurig. Könntest du mich bitte trösten? Das hier ist irgendwie so unbefriedigend. Hey! Ja, ruf doch nicht immer hey. Was soll denn das? Du kannst hey rufen. Hey, ist ja toll. Da sind wir, genau, da sind wir rüber gelatscht. Und da springen wir jetzt einfach mal wieder rüber. Hui. Und wir rutschen. Das heißt, es ist ein Point of No Return. Matsch. Aber hey, das ist ein ganz spezielles Waschmittel, mit dem Lara Croft unterwegs wäscht. Da bleibt nichts an der Hose haften. Weder von innen noch von außen. Nein, das war die falsche Taste. Ich möchte auf dieses Thema jetzt nicht näher eingehen. Das könnte unschön werden. So, alles klar. Und deshalb ist hier die Kletterwand. Okay. Okay. Gehen wir ein bisschen weiter nach da. Ja, so langsam gewöhne ich mich wieder an die Steuerung. Aber mal kurz lünkern. Ah, da hinten ist schon wieder. Da ist schon wieder. Keine Ahnung, was das ist. Also ich hoffe, es stört nicht zu sehr, auch wenn es mich ehrlich gesagt ziemlich stört. Weil ich bisher eigentlich keine Performance-Probleme hatte, aber hey. Okay. Ist hier irgendwie knuffig hier. Aber es ist irgendwie immer dasselbe, wenn ich das mal so sagen darf. Hakenaxt. Ja, ja, das weiß ich ja schon. Also ich möchte mich ja nicht so sehr beschweren, aber. Bin ein bisschen enttäuscht. So. So ein kleines bisschen. Jetzt höre ich schon wieder so ein Bing Bam Bing Bong. Das ist bestimmt wieder nichts zum. Okay, warum soll ich jetzt da an die Wand springen? Ich komme hier doch nicht hoch. Hm. Ich speichere mal. Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Wahrscheinlich ist es total unangebracht. Aber. Mal kurz hier so versuchen. Wir werden nochmal mit dem. So, runterlassen. Genau. Ha! Und da sind wir ja reingekommen. Nö. Cool. Ja, das war jetzt das tolle Herausforderungsgrab von dem Anfangsbereich, wo wir unsere Waffen, beziehungsweise die Waffe oder noch eher das Messer zurückholen mussten, sollten, durften, konnten. Ne, im Moment bin ich ein bisschen enttäuscht. Minimal. Ich hoffe, das ändert sich noch. Ich möchte so gerne dieses geile Anfangsfeeling zurückhaben, das ich am Anfang hatte, als ich am Tag der Toten da in dieser, wie hieß das, Cozumel oder so, in dieser Stadt unterwegs war. Ja, Grunz, 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 Grunz. Wir könnten mal kurz das Lager hier nutzen. Mal eben was nachschauen. Genau, bei den Fähigkeiten.
Denn jetzt haben wir reinen Punkt. Und wir haben was gelernt. Herz ist kein Mann, genau. Regeneriert die Gesundheit schneller. Das haben wir nämlich gerade uns erarbeitet. Einen Punkt haben wir. So, mit einem Punkt kriegen wir nur die direkt angrenzenden Fähigkeiten. Und je weiter wir nach außen kommen, das habe ich noch behalten, desto teurer wird die Fähigkeit. Und ich glaube, mich erinnern zu können, irgendwie ganz dunkel, dass ich beschlossen hatte, zu sammeln. Ich glaube, also Sicht der Eule auf jeden Fall würde ich gerne haben wollen. Die Waffen-Upgrade-Stufe, ja. Mann, hör doch mal auf zu grunzen, sonst grunze ich gleich mit. Ich kann das nämlich auch. Glaubst du nicht? Pass mal auf. Naja, so in der Art. Lautes Kill, lalalalit. Wundheilung. Nein. Ja, die kosten alle drei. Na, der interessiert mich nicht. Auch nicht. Das könnte schon interessant sein. Nee, das ist jetzt nicht so der Burner. Also wirklich, ich möchte gerne die Sicht der Eule. Das heißt, uns fehlt noch ein Punkt. Also müssen wir jetzt warten. Gut, gut. Dann gehen wir jetzt mal zurück zu Jonah. Der wurde mir doch vorhin angezeigt. Ne, hier sind wir falsch. Klimper, Klimper. Da hinten müssen wir hin. Okay. Oh, das war jetzt nicht unbedingt meine Absicht. Okay. Ich dachte, ich... okay. Ja. Wieder was dazugelernt. War echt, also... Ich bin überrascht von mir selber. Ich mache Dinge, von denen ich gar nicht weiß, dass ich sie machen soll. Das ist doch eigentlich einen extra Erfolg wert, oder nicht? So, genau, hier sind wir runtergekommen. Also müssen wir hier wieder hoch. Hier, ich glaube, hier kommen wir hoch. So. Aha. So. Da ist noch eine Kiste, die können wir mitnehmen. Oh, eine Videokamera. Das ist eine Kamera der X-700-Serie. Sam hatte so eine und ich war unglaublich neidisch. Sie ist genau das Richtige für eine Expedition auf der Suche nach vergessenen Monumenten oder Zivilisationen. Außerdem beweist sie, dass jemand nach den 80er Jahren hier war. Selbst wenn die Moderne über sie spottet, können manche Legenden die Menschen immer noch inspirieren. Untersuchen, um versteckte Informationen zu finden. Okay. Das Objektiv hat einen Sprung. Es sieht fast so aus, als wäre es von irgendeinem Projektil getroffen worden. Das war also das Geheimnis. Okay. Und dann haben wir jetzt auch das. Hier kann ich auch hoch. Ist ja cool. Hier kamen, glaube ich, von hier, gell? Wo ist der Drecksack denn? Ich meine, der Jonah, der Gute, der Liebe. Der, ich mag ihn ja so gerne. Da. Hi. Ich habe mal einen kurzen Ausflug gemacht, mein Schatzi. So. Ich kann speichern. Ich hoffe ja immer noch, dass die beiden mal ein Paar werden. Da habe ich gerade irgendwas gesehen. Ja.
Was werden wir wohl in Kuvak-Jaku finden? Fließendes Wasser wäre schön. Mir würde im Moment schon keine Jaguare reichen. 18. Juli. Das Erste, was ich heute Morgen sah, war mein Vater, der sein Taschentuch mit beiden Händen fest umklammerte. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er ohne ein einziges Blinzeln in Rawleys Richtung. Er war von uns gegangen. Seine Wunden hatten sich vor einigen Tagen infiziert und schon kurze Zeit später war das Fieber ausgebrochen. Zwischen kalten Schweißausbrüchen, gequälten Schmerzenslauten und verwirrtem Gerede hatte Rawley immer wieder darauf bestanden, weiterzugehen. Vater versuchte zwar, ihn davon zu überzeugen, kehrt zu machen und uns allein weitergehen zu lassen, aber Rawley hatte eines unmissverständlich klargestellt. Ihn zurückzulassen würde seinen Tod bedeuten. Also setzten wir unseren Weg fort. Wir waren weiter von jeglicher Zivilisation entfernt als je zuvor und trotzdem waren wir so töricht, uns weiter voranzuschleppen. Auf Wiedersehen, alter Freund. Tja, zumindest hatte er das Gefühl, gebraucht zu werden und etwas zu erreichen. Statt einfach nur sterbend zurückgelassen zu werden. Wobei manchmal ist das wohl eher angebracht. Mein Gott, was macht ihr für ein Krach da oben? Geht's noch? Und was hast du vorher so einen Stress gewesen mit deinem Gesicht los? Weißt du, und jetzt latscht die hier gemütlich hinter mir her. Kommst du oder bleibst du da oben? Ja, immer gleich hier. Die Männer machen Stress und wenn wir uns dann mal so richtig ins Zeug legen, dann muss man auf die Männer warten. Immer dasselbe, ich sag's ja. Ich krieg Schläge, ich weiß es. Ich weiß es jetzt schon. Okay, wir müssen hier rüberspringen. Oh, eine Hütte. Und ein schönes Tal. Wir machen hier Krach, wir bewegen uns doch gar nicht. Alles sehr komisch. Ist hier irgendwas? Scheint nicht so. Ne. Also gut, ab mit uns. Hui. Und, wie springst du? Oh, locker. Also ich finde ja, für seine Gewichtsklasse ist Jonah echt... Ja? Ne? Weißt du Bescheid. So, da sollen wir hin, da wollen wir aber noch nicht hin. Ich möchte erstmal hier einsacken. Und ins Häuschen. Jonah, wir haben einen kleinen Unterstupf so zum Alleinsein. Zu zweit natürlich Alleinsein. Also. Da. Ja, und auf ist es. Nee, also gemütlich sieht das ja nicht aus, ne? Okay, Archivarkarte, wo die Zwillinge sich finden. Okay. Heißt das jetzt, wir sind hier und müssen dahin? Oder umgekehrt? Aktuelles Einsatzziel. Was ist das? Da müssen wir hin oder was? Also manches erschließt sich mir nicht so richtig und auf den ersten Blick. Wenn ich ehrlich bin. Also müssen wir jetzt einfach hier hinlatschen und gucken, was passiert. Was ist denn das da? Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Aha. Da. Da war schon wieder ein Aussetzer. Warum auch immer. Ich versteh's nicht. Was ist los? Scheiße, Trinity. Runter. Verdammt. Truck steckt fest. Das sehe ich. Was macht ihr dagegen? Los, mir nach. Oder
Fango-Packung. Was machst du da? Zurück, verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Aber halt die Ich mach schon. Uiuiuiui. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Oh, Jonah ist schon fleißig dabei. Ich will nur mal kurz speichern. Das könnte jetzt etwas haarig werden. Das macht mir ein bisschen Angst. So. Okay. Ah, wirk, wirk, wirk. Okay. Oh. Oh, wie schön. Together in death. Okay, was haben wir falsch gemacht? Ich hätte nicht rauskommen dürfen. Ich mach schon. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Also das ist, glaube ich, noch in Ordnung. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. So, nochmal looten. Okay. Also ich muss hier bleiben. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt. Und was Oh, dreht euch doch mal wieder weg. Ich würde sie zu gern finden. Ich nicht. Warum nicht? Er ist ein Held. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halte ich lieber nach Feinden Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Herren. Steht sofort auf. Ja, Sir. Na, wir warten nochmal. Rot? Nicht? Ich habe aber nichts zum Schmeißen. Und ich kann... Oh Mann, geh mir doch nicht auf den Sack. Dann gehen wir halt hier lang. Okay, ich soll hier hoch. Oh. Ja, warum soll ich denn jetzt hier hin? Ich bin gerade etwas überfordert. Ah! Ih, der Arme. Das war aber nicht schön. Mädel. Hat er nichts abzugeben hier? Lara, alles klar. Ja. Okay. Ach so, das ist ja der Jonah. Sind die schon alle tot? Es ist ruhig. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Wir kennen den ab unter den Tank. Wir kleinere Ruinen, die Warte. Wir übersehen haben. Okay. Nicht. Da drin ist alles verklebt. Gut. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wir müssten das Ganze irgendwie abstützen. Warum hast du die Brücke nicht überprüft? Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Denk mir. Steh nicht völlig gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Jonah, bist du da? Was machen wir denn jetzt? Du gehst nach links. Die übernehme ich. Versteck dich. Dave? Sammy? Typen, Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. Ich muss mal kurz speichern. Ich bin gerade total angespannt. Das ist ja furchtbar. Ich meine, so Sachen gab es früher ja auch schon. Es war teilweise echt knackig, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Aber ich mag die Szenen nicht unbedingt. So ein Drecks. Also mir wird's... Mir wird's echt reichen. Wenn es nur Rätsel und Kletterei und sowas gäbe.